Und wieso auch? Ficken macht Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Ausgabe des Ärgerlich ABCs. Heute mit dem Buchstaben G wie gehirnamputierter Behälter für amphibische Urschalze. Ja, zumindest sowas ähnliches. Es ist ein Thema, wo ich eigentlich müde bin, um drüber zu reden, aber es muss trotzdem sein. Givici, ein Christennetzwerk. Givici ist ein Netzwerk aus freikirchlichen Christen. Ihr offizielles Ziel ist es, Hauskirchen über das Internet zu erstellen und damit virtuelle Messen abzuhalten. Die Mitglieder sind vor allen Dingen junge Erwachsene, die nur eine einzige Sache im Kopf haben. Jesus. Ihnen geht es darum, möglichst viele Leute an Bord zu ziehen. Die Leute, die die Videos dafür machen, nennen sich selbst Christfluencer. Erinnert ihr euch noch damals an meine Videos über die Arche Internets? Doch bevor ich hier ins Leere quatsche und einige mich nicht verstehen, was ist die Arche Internets eigentlich? Und zwar lautet das erste Kapitel, wen der Herr hasst. Im Prinzip ist Givici genauso was. Nur in modernem Internet und diesmal leider keine Satire. Übrigens, als ich neulich auf Twitter einmal das Wort Givici verwendet habe, meldete sich die Arche Internet sofort zu Wort. Ich zitiere. Lümmelmarmelade, die schnaffte Videokirche Gibiki Jung leistet wertvolle Jugendarbeit. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass die werten Knaben der Gibiki von ihrem unsittlichen Schwachflug verschont bleiben. Alles klar, Egon Wagner, du alter seniler Zirkusaffe. Und bevor wir jetzt dazu kommen, was diese Christfluencer auf ihren YouTube-Kanälen für einen Bullshit erzählen, gehen wir erstmal auf ihre eigentlichen Ziele ein. Hauskirchen, Messen über das Internet, Christfluencer. Alles vollkommener Käse. Die wollen nämlich nur euer Bestes. Euer Geld. Übrigens auf patreon.com/masterjam könnt ihr diesen Kanal hier finanziell unterstützen. Sie wollen nur euer Geld und benutzen dafür das Christentum als Aushängeschild und junge, attraktive Erwachsene als Werbebotschafter. Die freie Kirche lebt nämlich einzig und alleine von euren Spenden. Klar, Kameraequipment und Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Daher brauchen wir nun einen ionischen Traktordisruptor. Aber keinen gewöhnlichen ionischen Traktordisruptor, sondern einen negativ-ionischen Traktordisruptor, um die Botschaft Christi zu verbreiten. Es ist also keine Religion mehr, was sie da machen, sondern Givici ist ein Unternehmen. Der Auftrag dieses Unternehmens ist es, Menschen zu bekehren, sie an sich zu binden, neue Leute anzuwerben und daran zu verdienen. Als Vorbild nimmt Givici die Sekte Hillsong Church, welche es seit den 80er Jahren in Amerika gibt und auch wesentlich erfolgreicher ist als sie. Dort sagen sie sogar, dass jedes Mitglied ein Zehntel seines Gehalts abgeben soll, denn je großzügiger du bist, desto größer wird dein Leben durch Gott. Und genau davon hat sich auch die Sekte Givici eine Scheibe abgeschnitten. Heute bedeutet der Zehnte ganz einfach, dass wir 10% unseres Einkommens oder von dem Gehalt, was wir bekommen, an unsere Gemeinde geben. Wenn wir den ersten Teil jetzt unseres Gehaltes Gott geben, wird unsere Aufmerksamkeit sofort auf ihn gerichtet. Ich möchte dich mit diesem Video ganz einfach ermutigen, gib gerne und gib großzügig. Wow, nicht schlecht. Ich meine, ich komme ja eh nicht reich in den Himmel. Da kann ich ja mein ganzes Geld jetzt schon Givici geben. Praktisch. Also, ich habe mir mal die Videos von Givici und ihrer erfolgreichsten Christfluencerin Limari angesehen und schon mal vorweg so viel dazu, es war wirklich unerträglich. Also da fängt man an und hat wirklich direkt keinen Bock mehr. Ich meine, lest euch alleine mal die Titel der Videos durch. Lande ich in der Hölle, wenn ich nicht vergebe? Gottes Geheimwaffe und wie du sie nutzen kannst. Meine Church kostet jetzt was. Yeah! Was darf man als Christ eigentlich? Kein Sex vor der Ehe. Was, wenn es zu spät ist? Boah, stopp, aufhören! Kein Sex vor der Ehe. Warum wir warten? Okay, Limari, egal was du mir in diesem Video erzählen wirst, ich werde dir danach widersprechen. Aber schauen wir doch erstmal an, was deine genannten Punkte. Okay, 10.000 Daumen runter. Limari und ihr Freund, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, fangen das Video an mit: Wir erzählen euch jetzt, warum wir mit dem Sex bis nach der Ehe warten und warum ihr auch warten solltet. Okay, also mal ganz kurz auf Deutsch gesagt: Ihr wollt mir in eurem Video sagen, warum ich jetzt keinen Sex haben sollte. Ich weiß, das habt ihr nicht direkt so gesagt. Das meint ihr aber. Also, was zählen Limari und ihr Freund denn bitte so für Gründe auf? Erstens, weil es die christliche Religion so will. Das zählen sie zwar nicht zu ihrer Liste, aber nehmen es als großen Überbegriff. Zweitens, es geht in einer Beziehung mehr als nur um Sex. Sex sollte nicht die Hauptverbindung sein. Hier erklären die beiden, dass es auf den Sex in einer Beziehung nicht ankommt. Man soll sich erst einmal kennenlernen und damit warten, ihrer Meinung nach aber bis zur Hochzeit. Zuerst einmal ja, und auch ihre Begründung ist sehr schlüssig, denn viele Beziehungen zerbrechen einfach, wenn der Sex aus welchem Grund auch immer aufhört. Stellt euch also definitiv selber mal die Frage, liebe ich meinen Partner nur wegen dem Sex oder kann ich auch so etwas mit ihm anfangen? Schatz? Hm? Sag mal, magst du mich eigentlich nur wegen dem Sex oder magst du auch noch andere Sachen an mir? Mhm.
Mit diesem Punkt haben Sie auf jeden Fall irgendwo recht. Warum man mit dem Sex trotzdem nicht bis zur Ehe warten sollte, darauf gehe ich in Ihrem nächsten Punkt ein. Punkt 3. Ich muss erst austesten, ist eine Lüge. Hier sagt der junge Mann, dass es doch viel, viel schöner ist, wenn man vor seiner Partnerin keinen anderen Sexpartner hatte. Denn sonst bringt man falsche Erfahrungen mit in die Beziehung und kann sich ja nie wieder gerecht werden. Und außerdem noch, dass die beiden es unglaublich bereuen, dass sie vor sich schon was mit jemand anderem hatten. Oha, das ist ja eine interessante Ansicht. Aber jetzt sage ich dir mal, wie das im wirklichen Leben ist. Ehe heißt ja, wir bleiben für immer zusammen, bis dass der Tod euch scheidet oder zumindest sollte es irgendwas in der Richtung sein. Aber erst heiraten, dann Sex? Junge, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Sexleben ein Haufen Scheiße wird, ist ziemlich hoch, findest du nicht? Ich will Sex jetzt nicht auf die wichtigste Stufe einer Beziehung stellen, denn das ist es einfach nicht. Ich hatte mit so vielen Frauen unfassbar guten Sex, wo aber einfach der Rest nicht gestimmt hat, weswegen es zu keiner Beziehung gekommen ist. Und ist das schlimm? Es gibt unfassbar viele Faktoren, die in einer Beziehung stimmen müssen. Sex ist einer davon, aber eben nicht alles. Und Sex muss auch nicht immer direkt Beziehung heißen. Und wieso auch? Ficken macht Spaß. Oh, die Monetarisierung wird sowas von flöten gehen in diesem Video, aber das ist egal. Aber wenn der Sex schon von Anfang an überhaupt nicht funktioniert, will ich dann mit dieser Person zusammen sein? Will ich ein komplettes Leben ohne Sex verbringen? Ich bin jetzt so Mitte, Ende 20 und du wahrscheinlich auch. Und ich bin froh, dass ich in meinem Leben schon so unglaublich viel rumgefickt habe. Und es ist mir auch scheißegal, dass meine Freundin schon so unglaublich viel rumgefickt hat. Warum auch nicht? Und trotzdem führen wir eine gute Beziehung und wachsen immer noch aneinander. Sein nächster Punkt, den er erwähnt und den er nirgendwo belegt, nämlich, dass eine Ehe zerbricht, wenn man viele Sexpartner vorher hatte, ist also vollkommener Quatsch. Mal ehrlich, ich weigere mich, das jetzt so hinzunehmen. Man muss doch nicht bis zur Ehe Jungfrau bleiben. Da verliert man doch seine besten Jahre. Und warum überhaupt bis zur Ehe? Nach deiner Logik, nämlich, dass man doch einfach warten kann, was ja auch nicht verkehrt ist, warum denn nicht ein Jahr warten und dann vor der Ehe vögeln? Ach ja, richtig. Genau, das Christentum. Dein einziger Grund. Das habe ich vergessen. Übrigens, no offense, ne? Jeder wie er will, macht wie ihr es wollt. Aber ich bin froh, dass ich mein eigenes Leben lebe und noch Spaß daran habe. In Limaries Video, was darf man als Christ eigentlich, geht es unter anderem auch, okay, 1300 Daumen runter. Da wird unter anderem die Frage behandelt, darf ich als Christ Yoga machen? Ey, ohne Scheiß, wie kommt man eigentlich darauf, sich so eine Frage zu stellen? Und dann auch noch die Tipps, die Limarie dazu gibt. Wenn du dir bei einer Sache nicht sicher bist, dann lass es einfach. Okay. Dann lasst uns einfach nichts mehr tun, was Spaß macht. Einverstanden? Des Weiteren predigen die Givici-Anhänger, Homophobie ist eine Krankheit, Pornokonsum macht dich zum Kinderficker und Masturbation ist verboten. Warte, was? Sag mal, wickst du? Ob ich wichse? Ja, genau, wickst du? Na klar wichse ich. Wie oft? Zwei, dreimal die Woche? Zu wenig. Ich mach's dreimal am Tag. Ich mach es gerne. Aber das ist es nicht. Überleg mal, ich habe den ganzen Tag nur Daten im Kopf. Die ganze Zeit schneiden, rendern, hochladen. Der Druck muss raus, das muss irgendwo hin. Ah, ja. Das kenne ich. Dreimal am Tag, das verschreibe ich dir jetzt. Okay. Hey, Limarie, eine kleine Information für dich. Masturbation ist gesund, keine Diskussion. Ende. Es gibt auch einfach keinen logischen Grund, warum es falsch sein sollte, sich selbst anzufassen. Vielleicht wärst du nicht so verklemmt und verdreht im Kopf, wenn du es einfach mal machen würdest. Auf das Homophobie-Thema möchte ich nicht nochmal eingehen. Das habe ich in meinem AfD-Video schon ausführlich getan. Aber das Pornografie-Thema ist das Allergeilste. Nicht nur, dass sie es komplett an den Haaren herbeiziehen, dass man durch Pornokonsum zum Kinderficker wird. Nein. Sie stellen auch noch eine Software vor, die man auf dem PC installieren kann, damit alle sexuellen Inhalte blockiert werden. Und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Wenn du trotzdem in Versuchung kommen solltest, eine pornografische Seite anzuklicken, dann wird ein Freund von dir informiert, den du vorher angegeben hast, und der soll dich dann davon abhalten, dass du dir Pornos anguckst. So. Ich bin dran. Ja? Ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen. Du guckst schon wieder Pornos, stimmt's? Ja, verdammt! Dude, das ist das sechste Mal, dass ich heute schon anrufe. Ja, ich weiß das doch, Mensch! Ich wollte dir nur viel Spaß wünschen. Danke, bis später! Was ich euch damit sagen will, ist, Givici predigt euch Dinge, die nicht gut für euch sind. Hört nicht auf sie, denn... Givici ist nichts anderes als eine Sekte. 2018 warnte schon Sektenforscher Hugo Stamm, der sich seit den 70er Jahren mit Sekten auseinandersetzt und sich schon mal in die Scientology eingeschleust hat,
vor ihnen. Hier mal ein Zitat von Hugo Stamm. Die Gemeinschaft, die in den Videos dargestellt wird, kann zu einer Art Abhängigkeit führen. Und die strenge Heilslehre und hohen Anforderungen an Ethik und Moral der Gläubigen sind unerfüllbar und führen oft zu psychischem Druck. Man verliert also nicht nur sein Geld, sondern das eigene Leben wird mit verdrehten Vorstellungen zugekleistert. Und dass ihre Weltanschauung und die Dinge, die sie vermitteln, schlichtweg einfach falsch sind, das haben wir, glaube ich, nach dem letzten Kapitel schon alle begriffen. Laut seinen Informationen sprechen die Christfluencer nicht mehr frei heraus. Sie kriegen von der Organisation Givici ein Drehbuch vorgesetzt und werden quasi nur als junge Gesichter ausgenutzt. Die Bewegung Givici vergleicht sich selbst übrigens mit McDonald's. Nur bezeichnen sie sich selbst als Franchise-Unternehmen für Christen. Irgendwie gefährlich, findet ihr nicht? Givici ist ein Unternehmen, dessen Existenzberechtigung ich im 21. Jahrhundert hier auf YouTube echt fraglich finde. Zum Glück sind sie relativ klein und unbekannt, haben viele Feinde und erreichen die Jugendlichen auch eigentlich eh nicht. Die moralischen Werte, die sie versuchen zu vermitteln, sind schlichtweg falsch. Sie können Menschen psychisch belasten und isolieren. Wenn ihr euch also selbst einen Gefallen tun wollt, lasst die Finger von ihrem Kanal. Nicht nur, weil die Videos unerträglich anzusehen sind. Und nun noch ein paar warme Worte zum Schluss. Wenn ihr aufs eigene Geschlecht steht, dann liebt es mit voller Seele. Nicht nur für euch, sondern für jedes Arschloch da draußen, das homophob ist. Denn wenn man sich selbst verstellt, um einem 2000 Jahre alten Buch gerecht zu werden, dann ist man vielleicht einfach nur noch verblendet. Und noch ganz wichtig zum Schluss, meine Meinung bezieht sich nur auf Givici und nicht an den Glauben als solches. Denn Glauben und Givici haben rein gar nichts miteinander zu tun. Dankeschön. Natürlich bin ich jetzt gespannt auf eure Kommentare. Was ist denn eure Meinung zu der ganzen Bewegung und dem ganzen Thema hier? Und wie fandet ihr dieses Video? Außerdem, was wollt ihr gerne beim Buchstaben H sehen? Schreibt es mir in die Comments. Außerdem schaut doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Dort habe ich nämlich ganz viele alte Apple War Highlights in meine Story gepackt, die ihr euch jederzeit ansehen könnt. Haut raus! Ich mache es gerne, aber das ist es nicht. So geil. Nochmal.